Und also es ging. Leute an den Bildschirmen, herzlich willkommen bei Abends warm in der dritten Ausgabe hier heute Abend aus der Urania. Mein Name ist Suki und ich habe die große Ehre und Freude, mir fehlt so ein bisschen das Vokabular, das wirklich eigentlich so auszudrücken, wie ich es fühle, zwei tolle Gäste heute bei mir zu haben, mit denen ich über politische Herzensangelegenheit sprechen darf. Der Titel des Gesprächs heute abends lautet »Alles so schön bunt hier – Queerness zwischen Selbstverständlichkeit, Vereinnahmung und eigenen Widersprüchen«. Ich freue mich sehr, dass ihr euch reingeklickt habt. Ich hoffe, eure Augen sind nicht schon längst viereckig von den vielen Zoom-Konferenzen und sonstigen digitalen Geschehen, was ihr in dieser Zeit ja eben nur auf diesem Wege mitnehmen könnt. Für alle, die jetzt gerade nicht dabei sind, live dabei sind. Wir werden das Gespräch natürlich im Anschluss auf dem Channel der Landeszentrale für politische Bildung Berlin bei YouTube hochladen. Die Landeszentrale ist sozusagen unsere Unterstützerin hier, genau wie die Urania. Also wir haben auch ein bisschen ein institutionelles Framing, was wir aber so füllen, wie es uns gut tut, wie es uns wichtig erscheint, und deswegen sind wir hier. Wir sind auch hier trotz Pandemie, das nur, dass ihr es wisst, uns sind die gegenwärtigen Maßnahmen natürlich bekannt und wir sind abgesichert. Wir haben unsere Masken bis an den Moment, wo wir uns hier niedergelassen haben, getragen. Wir haben ausreichend räumliche Distanz und die Lüftungsanlage ist prima. Also sorgt euch nicht um uns. Wir machen uns aber Sorgen um bestimmte Themen, denn die Welt ist noch nicht so schön, wie wir sie gerne hätten. Sie ist zwar sehr, sehr bunt, vor allen Dingen im Sommer, vor allen Dingen im Pride Month Juli, wo nachvollziehbar wird, dass queere Selbstverständlichkeiten so weit schon existieren, dass sie nicht davor gefeit sind, auch vereinnahmt zu werden von der kapitalistischen Realität, in der wir leben. Das Ganze wird oftmals auch unter dem Stichwort Pinkwashing benannt, also sozusagen marketingtechnischen Strategien, die eben eine gewisse Queer-Freundlichkeit demonstrieren sollen, um sich ja einer Firma, einem Unternehmen, einer Marke oder einem Produkt irgendwie einen modernen Anstrich zu geben. Das kann man mit gemischten Gefühlen betrachten. Bei mir ist das auf jeden Fall der Fall, rauszufinden, ich habe ein Bedürfnis rauszufinden, wie soll ich damit eigentlich umgehen? Eigentlich wollen wir Sichtbarkeit, eigentlich wollen wir Regenbögen überall, aber warum nur für kurze Zeit und wie viel Authentizität steht dahinter eigentlich? Das ist eines der beiden Themenfelder, die ich heute mit meinen beiden Gästen besprechen und in Abgleich bringen möchte. Das andere Thema ist auch eine Frage von, ja, wie viel steckt eigentlich dahinter? Wir sprechen wohlwollend, aber kritisch über eine weiße Dominanz in der queeren Szene, in der LGBTQ-Community. Die schwarze Kachel ist ja im Prinzip schon so zum Symbol für so antirassistischer Kurzzeitsolidarität geworden, die manchmal ein bisschen halbgar daherkommt. Und ich glaube nicht, dass ich übertreibe, aber ich lasse mich auch gerne korrigieren, wenn es da andere Wahrnehmungen gibt. Wenn ich feststelle, dass es ja eine weiße Dominanz in der queeren Community gibt und dass die sich selber so nicht wahrnimmt und dass rassistische Denkweisen und Verhaltensweisen mitunter wenig bis gar nicht reflektiert oder abgebaut werden. Denn man ist ja selber diskriminiert, wie soll man dann da diskriminieren?
Das ist das thematische Feld. Wir reden also über Queerness im Kontext von Kapitalismus und Rassismus heute Abend. Ihr seid auch zum Ende hin eingeladen einzusteigen, in digitaler, elektronischer Form natürlich. Es gibt ein Tool, was wir dafür nutzen, das nennt sich Slido. Slido hat auch die könnt ihr erreichen über die entsprechende App, S-L-I-D-O, oder wenn ihr das Ding nicht runterladen wollt, warum auch, könnt ihr natürlich auch über den Link hier im Livestream unten in der Infobox direkt auf die Seite kommen oder auch sonst quasi über slido.com euch einwählen mit dem kleinen Schlagwort abendswarm 3, abendswarm klein und zusammengeschrieben, die 3 als Ziffer direkt hinten dran. Dann seid ihr sozusagen an dem Ort, wo ihr Fragen stellen könnt und die Fragen, die andere eingestellt haben, auch ranken könnt. Also wir werden zum Ende hin schauen, welches Erkenntnisinteresse findet besonders viel Anklang, und diese Fragen werde ich dann an meine beiden Gäste nochmal weiterreichen, und wir können sozusagen das noch mitdiskutieren zum Ende hin, was euch auch wichtig ist. Okay, habe ich eigentlich gesagt, wie ich heiße? Habe ich das schon über? Ich weiß es schon selber gar nicht. Mein Name ist Suki, ich bin Gastgeberin dieser wunderbaren Reihe, die heute, wie gesagt, zum dritten Mal stattfindet. Und zwar heute Abend, und jetzt darf ich euch endlich vorstellen, das ist aufregend, ist Tarek Shukrala da. Tarek, du bist in der Politikwissenschaft unterwegs. Du bist als politische Referentin sicherlich auch an vielen unterschiedlichen Orten anzutreffen, wenn man über politische Themen spricht. Und bei dir sind die auch in einem recht weiten, aber in sich sehr verbundenen Feld, landet man ja auch an allen möglichen Orten, in allen möglichen Zusammenhängen. Das heißt, es braucht auch eine gewisse geistige Flexibilität, immer das sozusagen so zu adressieren, dass auch das Gegenüber es mitnehmen kann und will. Sowas weiß ich sehr zu schätzen. Dein thematisches Feld erstreckt sich eben von sozialen, migrantischen, antirassistischen, queeren Bewegungen, und das ist nichts, was sozusagen bei dir aufeinander addiert wird, sondern im Kern miteinander zusammenhängt. Das weiß ich sehr zu schätzen, wenn es da nicht notwendigerweise, klar, Schriftsprache ist linear, da müssen wir mit Kommata arbeiten, aber im Denken ist es eben kein Aneinanderreihen, sondern ein in sich Zusammendenken. Du betreibst auch eine Plattform im Netz samt Blog, die heißt partizipieren.org. Das ist eine Skillsharing-Plattform, wo du anderen Leuten sozusagen auf die Beine hilfst in der Hinsicht, sich selbst politisch zu positionieren, sich selbst politisch aufzustellen, sich selbst zu finden politisch und sich eben auch eine gewisse organisierte Form zu bringen. Also sozusagen du bist ein Moment der politischen Aktivierung, ein Moment der politischen Multiplikation damit auch. Wenn ich das so, du darfst mich gleich gerne noch ergänzen, korrigieren. Aber toll, dass du da bist, Tarek, ich freue mich wirklich sehr. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ich da sein kann. Links von mir sitzt Katharina Oguntoye. Und ich habe von dir das erste Mal gelesen in den frühen Nullerjahren. Ich habe einst unter anderem bei Peggy Piesche an der Humboldt-Uni Gender Studies studiert, und da ist dein Name schon für mich vor vielen, vielen Jahren erstmalig gefallen. Das ist für mich jetzt gerade einfach nur, dass ihr es auch wisst. Ich sitze jetzt nicht hier und denke mir, na, machen wir das mal. Das ist für mich tatsächlich auch ziemlich groß und aufregend, dann auf Leute zu treffen, die ich eben sonst nur aus Büchern und sozusagen aus meiner eigenen Auseinandersetzung mit Geschichte, mit politischer Geschichte kenne. Du bist Historikerin, also du bist Aktivistin, Künstlerin seit vielen, vielen Jahren. Du hast ganz maßgeblich überhaupt an der Entstehung, an der Herausbildung einer afrodeutschen Bewegung mitgewirkt. Du hast die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, ISD, und die afrodeutsche Frauengruppe ADEFRA mitgegründet. Viel größer und meilensteiniger geht's eigentlich kaum in dieser Gesellschaft. Du bist außerdem organisiert im interkulturellen Netzwerk Jolly Bar. Du hast das Netzwerk auch gegründet. Das ist nicht nur ein interkultureller Ort oder Raum, sondern auch ein intergenerationaler Raum, was ich natürlich sehr, sehr schön finde, dass sozusagen ein weites Denken trotz aller Spezifika möglich ist, auch bei dir. Ja. Also das fasziniert mich sehr. Ich bin da immer ganz, ganz berührt und angetan, wenn ich sehe, was die politische Praxis und die kulturelle Praxis von Menschen einfach über so viele Jahre und Jahrzehnte in deinem Fall wirklich hervorgebracht hat und wie viel Ausdauer und Wirksamkeit da drin steckt. Ja.
Ja, ich freue mich also nicht nur mich selber, sondern sozusagen meine Generation da vertreten zu können. Also ich kenne auch einige, die auch über diese vielen Jahre sehr aktiv sind und wirksam. Wirksamkeit hängt für mich eben auch ganz viel mit identitätspolitischen Fragen zusammen, weil die ja auch ein Stück weit das ausmachen, in welche Richtung man sich in der Gesellschaft bewegt, wie man von Gesellschaft wahrgenommen wird, aber auch wie man sozusagen in sie zurückwirkt. Aber wenn wir jetzt erstmal sozusagen bei dir und deiner Sicht auf dich selbst bleiben, magst du uns ein bisschen was dazu erzählen, wie du dich identifizierst und wie so die Identifikation durch die Jahre und Jahrzehnte sich vielleicht auch ein Stück verändert hat? Verändert, also das würde zu weit führen, ne? Wie wir vorhin im Vorgespräch schon gesagt haben, also ich bin jetzt in 2 Wochen 62 und finde das total faszinierend, ja, also meine Oma mit 62 und ich, also das kriege ich gar nicht zusammen, ne? Also dass wir heute sozusagen in einer ganz anderen Lebensphase sind, wenn es heißt, also auch in diese Phase des Alters zu gehen. Und was ist das Alter? Das habe ich mich aber schon beschäftigt damit. Die letzten 10 Jahre habe ich mich damit auch auseinandergesetzt, wie sich das anfühlt und was da sich verändert. Wie ich mich selbst, genau, vielleicht nochmal, weil du gesagt hast, ich hatte die Chance und das Glück, an diesen historischen Bewegungen teilzunehmen, Frauenbewegung, die schwarze Bewegung in Deutschland und dann auch international daran teilzunehmen. Das fängt eigentlich an, da war ich, glaube ich, in der 2. oder 3. Klasse, ne, der 2., glaube ich, und da kam das Wort vor, also ich war dann in Nigeria, also ich bin in der DDR geboren, in Leipzig, und wir sind mit 7, als ich 7 war, sind wir nach Nigeria, und da habe ich 2 Jahre gelebt, und da habe ich diesen neuen Begriff gehört, to enter history, mhm. in die ein Teil der Geschichte zu sein oder ihr, okay. Also diese, und dann habe ich gesagt, Mommy, I want to enter history. So kam ich nach Hause, und für mich fängt das da an, ja, also sozusagen mit dem Impetus, etwas bewirken zu wollen, ein Teil sein zu wollen. Ich wusste natürlich das überhaupt nicht, aber trotzdem, ich denke, das war einfach auch in der Anlage so. Gut, es, familiär natürlich war es auch so, dass die Menschen bei mir in der Familie in beiden Seiten, afrikanische und deutsche Seite, viel gesprochen haben. Also das, aber trotzdem dieses Gesellschaft verbessern zu wollen, sich einsetzen zu wollen, um diese Verbesserung ins Leben zu rufen. Ich glaube, das war bei mir immer da und hat sich immer weiterentwickelt, und dann haben sich eben Gelegenheiten geboten, und was halt spannend war, wie ich schon sagte, also dass die Frauenbewegung dann gerade so an einem Höhepunkt war, also die Beatniks-Bewegung war ja vor mir sozusagen, mhm. und wir waren dann eben, kam die Studentenbewegung, aus der auch die Frauenbewegung mit entstanden ist, und dann diese alternative Bewegung, die für mich dann dazu geführt hat, dass wir aus der Frauenbewegung das Buch Farbe bekennen gemacht haben. Und das dann ja zu dieser tollen Bewegung der schwarzen Menschen in Deutschland kam. Und gibt es zentrale Begriffe oder Konzepte, die für dich über die Jahre und Jahrzehnte wirklich einfach gleich geblieben sind? Und, oder gibt es einzelne Momente, wo du sagst, da gab es einen großen Umbruch? Also weil du hast jetzt, ich habe es mir so ein bisschen irgendwie nochmal aufgehoben eigentlich, aber natürlich hast du das Buch Farbe bekennen schon benannt, was 1986 erschienen ist. Mhm. Und das ist einfach schon ein paar Tage her, liebe Leute. Ja. 2006 nochmal aufgelegt worden, 2020 jetzt zum 3. Mal. Ja. Alle 3 Vorworte sind in diesem Buch enthalten. Es ist wahnsinnig spannend, die dann auch in der richtigen historischen Reihenfolge zu lesen. Mhm. Es geht in dem Buch, was du mit Mai Ahim und Dagmar Schulz damals herausgegeben hast, wo du verschiedene Frauen, auch übrigens unterschiedliche Generationen, ja, interviewt, ja, und genau, gesprochen hast. Also das intergenerationale Projekt hat für dich spätestens da dann nochmal wieder begonnen oder hat sich weiterentwickelt. Mhm. Ihr habt den Begriff Afrodeutsch geprägt, auch durch die Auseinandersetzung mit Audre Lorde, die ihre Berliner Jahre ja hatte und die ihr auch kennenlernen durftet, die euch sicherlich auch, yeah, stark, ja, geöffnet hat sozusagen dafür, für dieses Denken und diesen Mut, Begriffe zu finden. So. Genau, also ich denke, da wird auch nochmal deutlich, zum Beispiel, was sich in der Frauenbewegung entwickelt hatte, war ja, also dass es sozusagen Begriffe wichtig sind, um Sichtbarkeit zu erzeugen. Mhm. Also es geht nicht um die, das muss, glaube ich, man sich, jeder sich nochmal verdeutlichen, dass es nicht nur um den Namen geht, weil er jetzt hübsch ist oder nicht, sondern es geht um Sichtbarkeit, es geht um
sich benennen zu können, um in Aktion, in einem Gegenüber treten zu können. Weil wenn ich keinen Namen habe, wie will ich mich vorstellen? Mhm. Ja, wie will ich in Bezug treten? Und deswegen ist das so wichtig gewesen. Und in der Frauenbewegung war es auch so, dass wir sozusagen hinter dem männlichen Generalbegriffen wie der Bäcker, der Schuster und so weiter verschwunden sind. Mhm. Und das wirklich auch dazu geführt hat, dass die Handlungsmöglichkeiten von Frauen immer, immer mehr eingeschränkt wurden bis zu diesem Zeitpunkt, wo das dann eben zu Strang, als eine Person of Color in Deutschland zu leben, ein Migrationserbe zu haben und daraus eine antirassistische Perspektive zu artikulieren und eine, die eben sowohl queer als auch antirassistisch ist. Ich glaube, das ist sozusagen da, wo ich anfange, mich mir in Begriffen zu nähern oder Selbstkonzepte zu finden. Du hast mich ja auch so ein bisschen eingeführt mit den Worten, dass ich Menschen versuche beizubringen oder Menschen dazu ermuntere, selber aktivistisch aktiv zu werden, sich einzubringen. Und ich glaube, also am Anfang steht der linke Aktivismus. Mhm. Genau. Was ja ein großes Feld ist und viel verbinden kann, aber auch manchmal Differenzierung notwendig macht. Und ich finde, dass also den Mut, sich dann auf Begriffe auch mit sich selbst einzulassen, auch in der eigenen politischen Arbeit oder überhaupt im Existieren in Gesellschaft positioniert zu sein. Wir sind ja auf Sprache angewiesen. Sobald es unseren Kopf verlässt, sind wir sozusagen gezwungen, erstens linear und zweitens ja sozusagen mit den sprachlichen Möglichkeiten, die uns als lautsprachliche Menschen, welche Sprachen uns dann auch immer zur Verfügung stehen, irgendwie auszukommen. Ne? Das ist ja, also ich erinnere mich sehr an unsere letzte Runde, wo Dr. Marion Kraft irgendwie darüber sprach, dass das ein für sie ein ganz unschöner Moment ist, den Begriff Migrationshintergrund irgendwie immer wieder zu hören und auch teilweise gezwungen zu sein, darauf zurückzugreifen, weil da für sie ganz viel nicht dran steht, weil sie ist nicht migrantisch. So. Sie ist in Deutschland geboren und ist nie migriert. Also zu sagen, es gibt eine migrantische Familienbiografie, aber keine, in ihrem Fall keine, sie ist keine Migrantin, das ist falsch, aber trotzdem sind sozusagen Momente von rassistischen Zuschreibungen oder rassifizierenden Zuschreibungen diejenigen, die sie dazu zwingen, sich irgendwie dazu zu verhalten. Da geht schon los. Du sagtest jetzt gerade das Wort Migrationserbe, habe ich so noch nie gehört. Also das geht direkt in den Speichern, wird erstmal verarbeitet. Vielen Dank auf jeden Fall für diesen, für dieses Flashlight gleich bei der Gelegenheit. Wenn wir über Intersektionalität sprechen, das würde ich gerne kurz tun. Ich bin total happy, dass es diesen Begriff jetzt auch so in einem weiteren, auch medialen Social Media spielt eine große Rolle. Da kommen wir nicht drum rum. Dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Dieser Begriff hat sozusagen, macht die Runde. Ich hatte früher immer so den Anspruch, okay, du darfst kein Interview verstreichen lassen, ohne einmal dieses Wort wie kurz angerissen erklärt zu haben. Die Leute müssen davon erfahren, sind aber auch vielfach damit total überfordert und würden jetzt sagen, ja, wie jetzt? Queerness, Rassismus und Kapitalismus, ist das nicht völlig viel zu viel? Ist das nicht überfrachtet? Die Antwort ist kurz, nein, es ist nicht, denn es ist eine Realität. Intersektionalität ist komplex, aber sie ist real, sie ist da und wir alle sind angehalten, uns sozusagen das zuzutrauen. Auf welchen Wegen führst du dann sozusagen die Stränge, die dann der Begriffe, der Konzepte, der Aspekte deines Selbst, deiner Identität, die sonst zwischen Kommata stehen, irgendwie zusammen. Wie funktioniert das in diesem gesellschaftlichen Setting schon? Du hast es schon so ein bisschen angerissen, aber vielleicht kannst du dazu noch mehr sagen, wie Identität sich für dich als, ja, als die Person, die du bist, mit all dem, was du in deinem Leben mitbringst, in der Lebensrealität mitbringst, wie ist dein Bauplan, dein im Selbstbild? Ich glaube, der ist noch nicht fertig, um da kurz drauf zu antworten. Nein, aber also ich hatte es eben angedeutet, mein Denken fängt bei einer antikapitalistischen Haltung an. Und ich habe von dort aus, also ich bin mit 14 zur sozialistischen Jugend Die Falken gestoßen, habe mich da politisiert
und bin glücklicherweise da an einen doch sehr linken Ortsverband gestoßen und hatte da Möglichkeiten, auch zu explorieren, was erstens es für politische Ansätze gibt in der Linken, zum anderen aber auch einen Raum, denn linke Bewegungen bieten doch auch anders als andere Räume einen Raum dafür an, auch über sich selber anders zu erfahren und vielleicht auch zu lernen, weil doch auch, also auch in linken Räumen zwar Diskriminierung eine große Rolle spielt, aber sich das anders verhält. Jahre später bin ich im Studium in Marburg Teil des Autonomen Schwulenreferats geworden, habe da eine Referentenstelle übernommen und habe erst da eigentlich angefangen, mich schwulen- und queerpolitisch aktivieren und zu engagieren. Das hat für mich vorher nicht so eine große Rolle gespielt. Das ist ja für viele so, dass das Studium so einen Anlass bietet, auch nochmal eine andere Form von politischem Engagement zu beginnen oder irgendeine Art von Selbsterfindung, Neuerfindung zu betreiben. So ganz so krass war das vielleicht bei mir nicht, aber zumindest ist es so, dass da die Queerpolitik ins Spiel kommt und das Offensichtliche, dass ich den dritten Strang, nämlich mein Migrationserbe, meine Position in Deutschland als eine Person, die Rassismus erfährt, die war natürlich immer präsent in irgendeiner Weise, aber ich weiß, dass auch im letzten Gespräch Thema war, ich tatsächlich erst im Kontext queerer Räume Rassismus erfahren musste, und zwar heftigen Rassismus, um zu begreifen, wie sehr ich eigentlich in dieser Gesellschaft rassifiziert werde. Auch wenn ich damit aufgewachsen bin, auch wenn das Teil meiner Biografie war, hat erst das Scheitern des Schutzraums dazu geführt, dass ich begriffen habe, wo ich da eigentlich stehe und daraus Politik gemacht habe. Und insofern, du hast ja eigentlich gefragt, was bedeutet Intersektionalität für mich? Intersektionalität ist erstmal ein Begriff, um zu fassen, dass mir einerseits Dinge passieren, die mit Herrschaft zu tun haben, und andererseits ich daraus aber auch eine Kritik formuliere und eine Praxis versuche zu formulieren. So. Darf ich bei der Gelegenheit nachfragen, glaubst du, dass Intersektionalität, also so wird es ja vielfach referiert im Rückgriff auf Kimberly Crenshaw, geht es darum abzubilden, dass es eine Gleichzeitigkeit von Diskriminierungserfahrungen passiert, dass die mehrdimensional sind, und trotzdem wird es oftmals als so ein additives Aufeinander, also zum einen deswegen und wegen Rassismus und Sexismus und Queerfeindlichkeit, wird es dann oftmals sozusagen mit Mehrfachdiskriminierung übersetzt. Würdest du auch einen Zugehörigkeitsaspekt da drin sehen, oder ist das was, also ist es klar, dass marginalisierte Identitäten niemals frei existieren können in normativen Gesellschaften, also wo es Dominanzen gibt von privilegierten Leuten, dass diese marginalisierten Identitäten niemals frei existieren können von gewaltvollen Zuschreibungen? Glaubst du, dass dennoch der Aspekt von Zugehörigkeit und nicht nur der Aspekt von Erfahrung, Rassismuserfahrung oder queerfeindlicher Zuschreibung oder so, dass auch Zugehörigkeit in Intersektionalität enthalten ist gedanklich? Oder ist es was, was ein eigenes Konzept und einen eigenen Begriff braucht? Das kann ich vielleicht also endgültig nicht beantworten oder beurteilen. Ich würde aber sagen, dass es sicherlich so ist, dass es möglich ist, vor allen Dingen eben in dieser liberalen kapitalistischen Gesellschaft, sich so abzukoppeln und in einer Mittelklasse irgendwie so ein Leben zu leben, das irgendwie okay ist, wenn man von irgendwelchen Dingen betroffen ist, negativ, ohne das stark zu spüren. Für mich ist die Frage eher, bleibt man bei der Erfahrung stehen oder artikuliert man daraus eine Position? Nicht so sehr ist sozusagen in den Begriff dasselbe angelegt. Für mich
also reicht es nicht zu sein, sondern für mich geht es darum, was ich eigentlich daraus mit der Welt will. Also ich kann ja was beitragen. Dadurch, dass ich irgendwo stehe in dieser Gesellschaft, verstehe ich ja auch anders, wie sich Herrschaft auswirkt, mhm, und kann dadurch mich in Bewegungen einbringen und da Wissen reintragen und vielleicht dadurch was dazu beitragen. Das ist eher so meine Herangehensweise. Also nicht zu sagen, ich bin irgendwie Teil einer schwulen Community oder Teil einer queeren oder Teil einer migrantischen Community, Teil einer Of-Color-Community, das mag alles sein, aber ich bin vor allen Dingen Teil von sozialen Bewegungen. Und diese Bewegungen versuchen, diese Fragen zu verknüpfen und verlieren idealerweise nicht aus dem Blick, dass das Ganze auch eingebettet ist in patriarchales und kapitalistisches System, das uns alle in unterschiedlicher Weise ausbeutet und wir eben Wissen haben darüber, wie sich das konkret auswirkt. Das ist eine sehr empowernde Perspektive. Das ist der kurz der Werbeblock, der nicht intendierte Werbeblock für partizipieren.org. Also es ist ja, sehr schön. Und auch jetzt hier schon wieder, schön, wenn ich nebenbei kram und mitschreibe, aber Scheitern des Schutzraums klingt direkt nach einem... Naja, was ist denn das auch? Ne? Mhm. Also gibt es das überhaupt? Ich spreche seitdem immer von Freiraum, weil ein Schutzraum ist irgendwie was, das ist irgendwie widerspruchsfrei. Und das, glaube ich, gibt es erstens nicht. Es gibt keine Widerspruchsfreiheit. Wenn, dann ist mein Schutzraum mein Bett oder so, wenn ich die Decke drüber ziehe. Und selbst dann habe ich ja immer noch ein Hirn, das mir irgendwelche Sachen erzählt, auf die ich keine Lust habe. Also es gibt keinen Schutzraum, es gibt nur Freiräume und wir können versuchen, aus diesen Freiräumen heraus was zu artikulieren, was mit anderen Leuten was zu tun hat, weil am Ende sind wir ja alle von all diesen Dingen betroffen. Am Ende sind wir alle negativ vom Kapitalismus und vom Patriarchat betroffen, mhm, und das müssen wir, glaube ich, zum Thema machen. Okay. Ja. Ich brauche mehrere Hirne, das sind nicht mehrere Herzen, die in meiner Brust schlagen, es sind mehrere Hirne, die gerade hier versuchen, gleichzeitig zu existieren. Wow, danke für diese sehr dichte Perspektive. Katharina, magst du auch noch mal was dazu sagen, wie sich das für dich angefühlt hat, irgendwie diese Stränge, die du hast jetzt, also ich habe so das Bild des Flechtens irgendwie, es ist ja auch mal von Verwobenheit oder von Verflochtenheit irgendwie, von Verflechtung die Rede. Gab es gesellschaftliche Momente, wo du gezwungen warst, wieder auseinander zu flechten oder wo du um diese Komplexität ein wenig überschaubarer zu machen für, ja, vielleicht ein eher privilegiertes Gegenüber, um dich zugänglicher zu machen. Wie gibt es diese Momente, wo du das auf dich nimmst, sozusagen deine eigene Realität nochmal auseinanderzudröseln? Oder ist einfach klar, du bist eine schwarze, lesbische Frau, da gibt es nichts auseinander. Es gibt da nichts da drin zu ranken, es gibt nichts da drin, in eine Reihenfolge zu bringen. Alles ist immer gleichzeitig. Ja, ich wollte es gerade nochmal dieses schöne Wort Intersektionalität, was ja auch wirklich sehr gut, dass es jetzt sozusagen in viele Bereiche vordringt und Menschen das verstehen, nochmal zurück übersetzen in die 80er und 90er mhm. Jahre. Da hieß es nämlich Mehrfachbetroffenheit. Bis es uns total dieses Betroffen-Gedöns dann auf die Nerven ging. Also ne, Wörter haben immer ihre Verfallszeiten auch. Aber was ich daran nochmal wichtig fand, was du auch gemacht hast, nämlich, dass die einzelnen Betroffenheiten benannt werden, die einzelnen, du hast es auch gefragt, ist das jetzt nur Diskriminierung oder ist das auch Identität? Mhm. Ja, und das ist nämlich, vermischt sich hier hinter dem Wort, ohne dass es nochmal sichtbar wird. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig, deswegen sich auch die einzelnen Aspekte anzuschauen, weil es ist, also zum Beispiel wurde ja der Begriff Behinderung im Englischen Disability different abled, ne, anders begabt, mhm. Übersetzt, also ne, wird
Disabled wird nicht benutzt, weil das nur die sozusagen diesen negativen Aspekt beleuchtet und gar nicht, was ist denn meine Stärke daraus? Mhm. Ja? Was ist denn der Stärke aus meinem Kampf zum Beispiel oder aus meiner Erfahrung einfach, dass ich eine ganz andere Erfahrung mitbringe? Und das ist ja auch das, was sozusagen uns interessiert, auch aneinander sozusagen diese anderen Erfahrungen und die dann zusammen wieder dieses schöne Bild vom Verflechten, die dann zusammen die gemeinsame Gesellschaft flechten. Ja. Als Textur. Dann ja, genau. Sagen, ja. Aber dazu müssen sie auch ihren Raum haben, dass sie auch sichtbar werden wieder. Ne? Also man kann, das Wort queer ist ja toll, weil es sozusagen eine Koalition beinhaltet, aber diese Koalition schluckt die ganzen Einzelidentitäten. Ne? Man sagt, ne, man hat dann viele Buchstaben, um das zu benennen, aber also es ist beides wichtig, das will ich damit sagen. Einmal die Koalition und zum anderen die einzelnen Erfahrungen und Identitäten. Vielleicht aus der politischen Arbeit würde ich sagen, dass meine Lebenserfahrung war eben, dass ich mit der feministischen Arbeit angefangen habe und das war mir ganz wichtig. Das war damals auch eine Entscheidung zwischen Umweltarbeit, also entweder für, weil Atomkraft, nein danke, das war auch in meiner Jugend ein ganz zentrales Ding, was von gesamtgesellschaftlich total ignoriert wurde. Und dann gab es eben sehr viele Menschen, die darüber informiert haben, was das zur Folge hat. Ich habe mich dann für die Frauenbewegung entschieden und als nächstes kam dann die schwarze Bewegung, in der ich aktiv war, in der die ganze Analyse, ja, also es geht ja in der Bewegung nicht nur um die Bewegung, was toll ist, ne, wenn viele Leute wie jetzt, ne, bei Black Lives Matter oder bei Fridays for Future, wenn viele zusammenarbeiten, aber an dieser Bewegung ist ja das Wichtige, dass man im Austausch ist, dass man miteinander diskutiert und Strategien entwickelt und Überlegungen macht, wie könnte es denn gehen? Und das war eben das Spannende. Ja, und dann war das Thema, war sozusagen mein eigenes Leben, nämlich lesbisch sein, war dann das dritte Thema und dann habe ich gesagt, nee. Also ich bin natürlich überhaupt nicht im Closet, also das war sozusagen out, weil damals waren wir halt auch radikal lesbisch und also es war auch ein analytischer Zustand. Aber ich habe gesagt, ich mache das jetzt nicht, dass ich Gesellschaftspolitik mache mit dem Thema. Okay. Ja, habe gesagt, das ist mir einer zu viel. Ja? Mhm. Also zu Frau sein, zu schwarz sein und jetzt soll ich auch noch darüber nachdenken, wann ich mit meiner Freundin die Hand halte oder nicht. Das machst du natürlich, haben wir das auch gemacht, aber mehr auf der aktivistischen Ebene. Ich wollte das nicht jetzt noch analytisch in die Gesellschaft vermitteln. Mhm. Also diesen Schritt habe ich gesagt, nee, danke. Das ist jetzt, also das war so süß, dann hatte mich in einem letzten Interview immer eine gefragt, und wenn ihr euch dann geküsst habt, das war dann ein politischer Akt. Und ich sage, nein, wir mochten uns einfach. Ich will jetzt meine Freundin die Hand halten oder ich will sie einfach, weil es ist mein Impuls, ja, das ist mein Leben. Und ich will, das steht überhaupt nicht zur Diskussion. Ja, steht, es kann jemand sagen, was er will. Mhm. Es ist einfach mein Ding, ja. Mhm. Also, und ich erziehe mein Kind so gut ich kann in dieser Situation. Und dafür braucht es dann eben Rechte, ja. Mhm. Also, und dann bin ich froh, wenn Leute in der Politik sitzen oder in Verbänden, die auch für diese Rechte mit eintreten. Mhm. Ne? So. Auch im Rückgriff, ja. Aber auch auf das, was aktivistisch gelebt wird. Ja, aber nun bist du aber, auch wenn du sozusagen deine lesbische Lebensrealität nicht explizit theoretisch politisch zum Thema gemacht hast, bist du trotzdem oder deswegen Trägerin des Preises für lesbische Sichtbarkeit des Landes Berlin 2020. Dahin hat es dich gebracht, einfach nur zu knutschen in der Öffentlichkeit. Wie schön. Was bedeutet Sichtbarkeit für dich an dieser Stelle? Was wird von wem, in welcher Form, unter welchen Umständen, unter welchen Vorzeichen wie sichtbar gemacht? Was heißt das dann? Also, wie gesagt, mein Leben war eben auch sichtbar, also beziehungsweise ich war ja in der Frauenbewegung. In der Frauenbewegung gab es ja auch eine Spaltung dann zwischen Hetero und Lesben. Und das war für mich bitter, weil ich sehr viele Freundinnen hatte, die eben nicht lesbisch waren. Und das war ein bisschen traurig, aber das war dann einfach sozusagen der politische Kampf an diesem Punkt, war dann eben so, weil eben die Solidarität nicht da war. Also das ist vielleicht auch eine interessante Erfahrung, zu sagen, was nützt mir eine Community oder eine Bewegung, und das ist vielleicht das, was du auch gesagt hast mit der schwulen Community, wenn die Solidarität nicht da ist. Mhm. Dann, also ne,
Im Englischen sagt man, put your money where your mouth is. Ja? Also wenn gar nämlich die Leute nicht wirklich solidarisch dahinter stehen, dann nützt dir das wenig. Ja? Und deswegen war dann eben die Trennung, also dann haben die Frau Lesben gesagt, sie organisieren eben nicht mehr mit Frauenuniversität, sondern eine Lesbenwoche. Und das war eigentlich der Beginn meiner politischen, aktivistischen Zeit. Und da habe ich dann die nächsten, also vor vielen, wann war das? 91 habe ich dann die Lesbenwoche mit, also ich bin da nur hingegangen, weil ich halt ein bisschen Zeit neben dem Studium hatte und habe dann damit organisiert und so. Und dann zwei Jahre später haben wir dann zwei Lesbenwochen zu dem Thema Rassismus gemacht. Mhm. Ja. Das Gehirn in mir, was für Bisexualität zuständig ist, fragt sich, was mit uns gewesen wäre in der Zeit. Aber vielleicht ja, das ist eine endlose Diskussion, die führen wir bis heute. Okay, dann liegt es ja nicht nur an mir. Ja. Nee, aber ich würde sagen, also ich sag mal, gut, meine Freundin in Kanada würde wieder ganz anders argumentieren, ja, weil sie lebt zwar lesbisch, aber sie würde jetzt sagen, sie ist bi als Identifikation. Mhm. Und ich würde aber sagen, es ist eine Frage der Solidarität im Endeffekt. Okay. Ja. Gab es da noch andersrum Heteras, die bei den Lesben mitmachen durften? Der Frauenbewegung. Wir waren ja die Frauenbewegung im Grunde. Ja. Es ist changiert dann. Das wurde dann halt nicht mehr, irgendwann nicht mehr thematisiert. Auch das ist eine interessante Erfahrung, dass sozusagen Diskussionen, solange man vorankommt in der Diskussion, gut sind und interessant. Also zum Beispiel zum Thema Rassismus, das ging heiß her. Das wurde geschrien und geweint in diesem gemeinsamen Foren. Wenn du nicht mehr weiterkommst, dann ist es auch wichtig, aufzuhören mit dem Streiten. Dann musst du einfach sagen, okay, das ist jetzt die Basis und davon arbeiten wir weiter. Genau. Das braucht aber eine gute Intuition zu navigieren darin. Sind wir wirklich schon durch oder müssen wir jetzt einfach nur zwei Wochen durchatmen? Nee, ich glaube, die Frauenbewegung war, also die Themen, die die Frauenbewegung gearbeitet hat, also Gewalt gegen Frauen und Kinder oder Gewalt in den Familien, die Frauenhausbewegung, Gewalttelefone, dann was war noch, Lohn für gleiche Arbeit, Recht auf Abtreibung, auf deinen eigenen Körper und so weiter. Also es fehlen noch zwei, die fällen mir jetzt gerade nicht ein. Aber all das war so essentiell, dass sozusagen der Hetero-Lesben-Konflikt nicht mehr dominant war. Mhm. Da haben die Frauen, die an diesem Thema gearbeitet haben oder zu diesem Thema haben halt zusammengearbeitet. Und das war dann nicht mehr wichtig, ob du lesbisch oder hetero bist. Okay, war es dann so eine Art Nebenwiderspruch quasi in der... Nein. Okay, aber... Ja, wir haben da einfach nicht drüber geredet. Okay. Nein, nicht um das zu verschweigen, sondern wozu hätte man reden sollen? Wenn ich jetzt was organisieren will, eine sei es eine Veranstaltung, sei es eine Aktion, ja, oder meinetwegen politische Gesetzgebung voranbringen, dann fragst du jetzt nicht mehr darüber, warum. Also es ist eher in dem Sinne von Eric Erickson, die Identitäten zu verschiedenen Zeiten. Ja? Mhm. Also das war damals auch eine Quelle, die eigentlich in der Linken, in der alternativen Bewegung und auch bei uns halt benutzt wird, dass man sich klar gemacht hat, dass man eben zu verschiedenen Zeiten, zu verschiedenen Alterszeiten verschiedene Identitäten hat. Sei es jetzt die berufliche Identität, die Identität als Familienmensch, die Identität als Jugendlicher und so weiter. Also es ändert sich auch immer wieder, ja, also was zentral ist. Mhm. Ich glaube, so meine Generation, deine Generation, also auch nochmal so zur Einordnung, als du Farbe bekennen mit herausgegeben hast, warst du ungefähr so alt, wie Tarek heute ist. Ja. Total grün hinter den Ohren. Nicht du, aber ich. Das findet ihr gemeinsam raus. Aber wir haben ja schon auch den Anspruch irgendwie, also habe ich den Eindruck, dass wir, dass meine Generation, deine Generation eben, wir wollen das dann auch durchziehen, ja. Wir wollen dann eben bestimmte Dinge nicht beiseite tun, sondern betrachten das als Teil der, also die Sichtbarkeit von sozusagen für den Moment strategisch nachrangigen oder punktuell nachrangigen Identitätsaspekten als Teil der Sache. Und das hat eben auch viel mit Sichtbarkeit und Repräsentation zu tun. Wie siehst du das Thema Repräsentation? Welche Räume willst du eingenommen sehen? Welche Mittel auf diesem Wege hältst du für wirksam?
welche Form von Authentizität braucht es auch. Ich schaue natürlich schon so ein bisschen auf das Thema Kapitalismus an der Stelle. Also wenn es um Produktförmigkeit irgendwann noch geht. Was ist der Kern von Repräsentation und welche Form davon feierst du? Was braucht es für dich, dass du sagst, das ist meine Sichtbarkeit, liebe Leute. Da, dafür gibt's einen Preis. Ich würde sagen, bei Sichtbarkeit fängt die Politik an. Ohne dass ich sichtbar bin, kann ich ja nicht handeln. Also ohne Sichtbarkeit bin ich nicht handlungsfähig, bin ich nicht sprechfähig. Erst wenn ich in diese Position versetzt bin, als Person sichtbar zu sein, als Teil von Bewegungen sichtbar zu sein, erst in dem Moment kann ich mir auch Raum nehmen. Davor bin ich vielleicht vor allen Dingen als marginalisierte Person in einer so prekären Situation, dass ich gar nicht erst in die Lage versetzt bin, überhaupt aktiv zu werden. Und das, finde ich, ist der entscheidende Punkt von Sichtbarkeit. Also Sichtbarkeit als Selbstzweck bringt uns nicht weiter, das ist, glaube ich, irgendwie klar, aber es ist eben der Anfang dessen, was werden kann. Und es ist der Anfang dessen, wo wir uns auch organisieren können. Sichtbarkeit, du hast gefragt, was finde ich denn, also was für eine Sichtbarkeit zelebriere ich? Ich zelebriere widerständige Sichtbarkeit, natürlich emanzipatorische widerständige Sichtbarkeit. Und das ist ambivalent. Ne? Also ich würde zum Beispiel sagen, ich finde wahnsinnig wichtig, dass es, das ist ja auch Thema heute Abend, diese CSDs gibt, diese Räume gibt, in denen eben genau diese Formen von Sichtbarkeit auch stattfinden. Und gleichzeitig produzieren die natürlich ganz gewaltvoll ganz viele Ausschlüsse. Es gibt für mich kaum einen Raum, an dem ich so oft gefragt werde, wo ich denn eigentlich herkomme oder irgendwelche Schlüsse über mich gezogen werden, wie CSDs das sind. Aber das macht den Ort an sich noch nicht zu einem an sich problematischen, sondern erstmal ist das eine Analyse. Das ist ein Beispiel dafür, was ich für eine Sichtbarkeit gut und wichtig finde. Dann ein aktuelles Beispiel, ich versuche das über Beispiele auf den Punkt zu kommen, ein aktuelles Beispiel, in dem was sichtbar wird, das sind die Bewegungen, die dieses Jahr vor allen Dingen nochmal so in den Vordergrund gerückt sind. Das ist einerseits Black Lives Matter, aber das ist in Deutschland auch eine Bewegung, die neu ist in ihrer jetzigen Form, das Migrantifa, die als eine Mischung aus erstens einer deutlichen linken, linksradikalen Positionierung von Menschen, die in den unterschiedlichsten Weisen in Deutschland Rassismus Erfahrungen machen, sich sichtbar machen und daraus eine Politik artikulieren. Da sind Menschen, die als schwarze Menschen diskriminiert werden. Da sind Menschen, die in der zweiten, dritten, vierten Generation aus sogenannten GastarbeiterInnenfamilien kommen. Da sind Menschen mit einem südostasiatischen Migrationserbe Teil von. Das sind viele andere Gruppen, die so nicht vorkommen und das verknüpft sich. Und dass der Anfangspunkt ein rassistisches Attentat, also zumindest nicht der Anfangspunkt, aber der Trigger für die aktuelle Bewegungsformation, ein rassistisches Attentat, nämlich das am 19. Februar in Hanau, also bald vor genau einem Jahr, war, ist insofern interessant, als dass zwar mit diesem Attentat eine ganz bestimmte Gruppe attackiert wurde, nämlich Menschen, die in einem erstens sozialen Milieu sind, das eine Shisha-Bar aufsucht, zweitens von einem bestimmten Rassismus, von einem antimuslimischen Rassismus betroffen sind, betroffen hat, aber das Gefühl, dass das vermittelt hat, dass wir alle mitgemeint sind, das hat alle getroffen, das hat alle Menschen getroffen, die von Rassismus betroffen sind in Deutschland. Und die Reaktion darauf war,
Streik zu organisieren. Und das finde ich beeindruckend. Also aus dieser Situation eine Streikforderung zu artikulieren und dafür zu mobilisieren. Zum 8. Mai dann. Zum 8. Mai. Mhm. Das ist natürlich im Kontext von Corona dann nicht so gelaufen, aber das stellt eine Bewegungskontinuität her. Ich finde, für mich ist es total toll, auch mit Katharina hier heute zu sitzen, wegen Publikationen wie Farbe bekennen, die total viel dazu beigetragen haben, dass wir eine Geschichte haben, dass schwarze Menschen in erster Linie eine Geschichte haben, aber dass People of Color auch eine Geschichte haben in Deutschland und darüber hinaus, dass Bewegungen eine Geschichte haben. Migrantifa bezieht sich sehr viel auf die Streiks, die nach Solingen und Mölln passiert sind, migrantische Streiks, die damals passiert sind, auf die Gastarbeiterinnenbewegung, auf in Berlin Antifa Genschlik von Kindern sogenannter GastarbeiterInnen, organisierte Jugendantifa-Strukturen, die aus unterschiedlichen Gründen auch kritisiert werden können, aber auch da ist ein History-Making und ich glaube, Sichtbarkeit, für die ich einen Preis vergebe, ist eine, die eine politische Position artikuliert aus ihrer Position heraus und die die Verhältnisse in Frage stellt. Genau. Ich hätte Katharina den Preis auch gegeben. Ja, ich habe es auch ein bisschen für das Gesamtwerk gesehen. Ne? Also, aber ich muss sagen, zum Beispiel habe ich ja wie du sagtest, den Jolly Bar mitgegründet, mit zwei Leuten zusammen. Und dann, wir sind jetzt im 25. Jahr. Und da war bestimmt die ersten 10, 15 Jahre haben die Leute immer gesagt, wie, du machst auch was für Migranten? Weil du bist ganz schnell in dieser Schublade, ne? Na, du bist ja nur frauenpolitisch aktiv, du machst doch nur was mit Lesben. Und dieses aussortiert werden als Lesbe, also als wir damals unser Coming-out hatten, war das ja so, dass du ganz klar aus dem Mainstream ausgestiegen bist. Das heißt, du gibst deine Karriere auf, also wenn du Optionen hast. Du gibst sozusagen die finanzielle Sicherheit auf. Also it comes with some costs. Also es ist nicht ganz umsonst, ja, also diese Radikalität, sondern, und es geht jetzt nicht darum, einfach alles wegzuschmeißen, sondern das Ziel war wichtiger. Es war wichtiger als jetzt sozusagen, dass ich einen PKW habe, ja. Also das ist einfach nochmal für unsere Generation auch zu sehen oder auch, denke ich, für jede politische Aktivität, auch das, was du beschrieben hast, dass irgendjemand sagt, hier ist eigentlich Schluss, da muss es weitergehen, ne? Hast du auch gesagt, dass ihr wollt eigentlich alles mitdenken, ne? Also es gibt ja aber einen Grund, warum ihr das wollt, weil ihr eine neue Gesellschaft wollt, ja, also die anders funktioniert. Und weil wir auch aus dem lernen, was zuvor schon erstritten, erkämpft und bekämpft wurde. Ja, es soll Handwerkszeug sein. Es geht gar nicht um Glorifizierung oder sowas, ja, sondern es geht wirklich darum, was nützt, also wie kann ich das nutzen? Also als wir in den 80ern, ich kam ja dann, waren ja schon in den Ende der 70er, haben ja die ersten die Frauenbewegung angefangen. Und da ging es die ersten Jahre oder fast die ganze Zeit ging es darum, herauszufinden, wie haben das die Vorgängerinnen gemacht? Ne, wie weit kann ich zurückgucken? Wie weit kann ich überhaupt Informationen finden für die, weiß ich nicht, ne, bis zu den Piratinnen? Wir haben ja überall gesucht, wo waren die Aktiven, wo waren die Lesben und so weiter oder die Feministinnen. Die Olympe de Gauche zum Olympe Beispiel. Gauche. Ja, ne? Also ich habe es gerade jetzt in diesem Rückblick nochmal geguckt und ich meine, weiß ich nicht, 1700 und Äppelstückchen. Mhm. Es ist einfach Wahnsinn. Ne? Also das sind die Wurzeln einerseits, aber auch zu schauen, was haben sie geleistet, ja, also ne, welches Momentum und wie weit sind sie gekommen, weil auch an dem Scheitern, da wo es nicht weiterging, da lernen wir ja ganz viel dann für unsere eigenen Kämpfe. Und das zeigt aber auch die Gewalt, die da drin steckt. Also bei Olympe de Gouges war es am Ende die Guillotine. Ne? Aber das ist auch so ein bisschen mein historischer, feministischer Dreiklang. Immer Olympe de Gouges, Sojourner Truth und Clara Zetkin sind immer meine. Und ich glorifiziere, ich stehe dazu. Ja, sicher. Aber ich meine, gut, weil manche fühlen sich davon ein bisschen dann erschlagen. Ja? Weil dann lieber gar keine Heldin oder so. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht darum zu schauen, mein Gott, wie hat die das gemacht? Ich darf das auch zum Beispiel. Sich selbst zu empowern, dass es möglich ist, zu denken, wo man noch nicht hingedacht hat. Ja. Ich
würde ein Stichwort aufgreifen, das du gerade genannt hast, was eine ziemlich paradoxe Situation, auf einem ziemlich paradoxen Weg uns in die Gegenwart führt. Du hast gesagt, man hat sozusagen den Mainstream ein Stück aufgegeben oder bestimmte, ja, ein bestimmtes situierte Aspekte aufgegeben mit einem Coming Out oder ja, mit einer Sichtbarkeit als, ja, lesbische Frau. Heute haben wir die komplett umgekehrte Situation, würde ich jetzt einfach mal steil in den... gerade hip, ja, mal gerade. Steil in den Raum schmeißen. Das ist wichtig, dass du das sagst, dass es nämlich keine Sicherheit daran gibt. Verschiedene Gesellschaften zeigen uns aktuell in Polen, meinethalben gerade, dass das keine gesicherten Felder sind, in denen wir uns bewegen. Aber dennoch haben wir den Umstand, dass wir im Kapitalismus leben, können wir beobachten, dass wir, wie es anfangs ja auch sagte, insbesondere im Monat Juli, alle möglichen Dinge mit Regenbogen drauf kaufen können. Ob es jetzt ein Wodka ist oder eine Brause oder ein Duschgel oder eine Kfz-Versicherung. Es ist am Ende des Tages völlig egal. Es geht darum, dass aus welchen Gründen, das wäre jetzt die Frage, Unternehmen, Einzelpersonen, der Öffentlichkeit das für sich ja ein Stück weit kapitalisieren, indem sie queere Symbole und Codes und Persönlichkeiten vereinnahmen. Wenn einzelne Personen sozusagen in dieses Spiel eingeladen werden, spricht man auch von Tokenism, also vielleicht so als kleiner Begriffsexkurs, also sozusagen die Vereinnahmung, die strategische Vereinnahmung einer marginalisierten Person, mit einer marginalisierten Identität, um selbst, ich sag's mal so kurz, besser dazustehen, so, und nicht wirklich aus tiefster Überzeugung heraus, mit langem Atem, Geduld und allem, was man sozusagen im Gegenzug auch reflektieren und rausreichen muss. Was glaubst du, wie viel von dem, was du und deine Mitfrauen in den letzten 40 Jahren erstritten haben, steckt heute eben in diesen Regenbogenprodukten, die beworben werden und auch aus denen Geld gemacht wird? Ja, also das, ich glaube, auf dieses Geld machen hat man wenig Einfluss. Die Frage ist, fließt was zurück? Ja, also zum Beispiel an Künstlerinnen, Künstler, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, wäre jetzt zum Beispiel wenigstens die geringste Erwartung, die ich hätte. Aber ich würde jetzt auch nochmal auf die ursprüngliche Kampf zurückgehen, weil also mir fiel von besagter Freundin aus Kanada, deren Tante Jim, musste ihr Haus verlassen, als ihre Lebenspartnerin gestorben ist und die Familie das Haus übernommen hat und sie von einem Tag aus dem anderen aus dem Haus geschmissen hat. Also ich bin absolute eigentlich kein Ehefreund, ja, weil ich das eigentlich auch ein Anachronismus finde, die Ehe an sich. Aber dieses Recht, sozusagen für deinen Partner da sein zu können, dass du ein Recht hast auf dein Haus und so weiter, all diese Dinge sind extrem wichtig. Ja, und auch, dass das sozusagen gesellschaftlich anerkannt wird und dafür, also genau, und das darf man nicht vergessen, also sozusagen, dass jetzt überall diese Flaggen sind, soll eben, darf nicht keine Bedeutung mehr haben, dass es sozusagen total beliebig ist, sondern es wäre ganz wichtig, sagen wir mal, kleine Teenagern oder auch Schülern, dritte Klasse, zu vermitteln, worum es eigentlich geht, nämlich tatsächlich um die Rechte von Menschen, dass die eben ihren Partner, wenn die in der Klinik sind, besuchen dürfen, ja, dass sie da eine Auswirkung bekommen. Und das ist ja das Argument, mit dem das dann auch viele verstanden haben, ja, wie das überhaupt nicht geht, dass wir diese Rechte nicht haben. Aber jetzt ist es umgesetzt, ein Stück weit, ein kleines bisschen, aber im Grunde wird schon wieder fast vergessen, worum es eigentlich ging, nämlich tatsächlich um ganz furchtbare Lebensumstände, unter denen wir zum Teil gelebt haben. Ja? Oder das ganz banal für den Alltag, dass meine Freundin Carolyn sagte immer, wenn es darum geht, die Bahnkarte zu kaufen, wir hätten auch gern die Partnerbahnkarte. Und dann haben die natürlich immer gesagt, ja, wo ist denn ihr Ehe-Trauschein? Ja, wo ist er denn, der Trauschein? Ja, ja. Lesben und Schwule dürfen ja nicht heiraten. Ja. Okay. Und dann hat sie mit denen da diskutiert und so weiter. Ja, und in dem Moment, wo das Gesetz durch war, dass es eine Verpartnerung gibt, plötzlich waren alle wie ausgetauscht. Also sozusagen, was bedeutet gesellschaftliche Akzeptanz und Sanktionierung? Dann wirklich, dann die meisten Menschen, also jetzt nicht alle, aber die meisten, verhalten sich dann gesellschaftlich konform und sagen,
sind nett zu dir. Hm. Ja, natürlich können wir ihnen den Ausweis ausstellen, also den Aufenthaltsaustitel oder so weiter, wenn sie den Partnerschaftsnachweis bringen mit ihrer Partnerin, Partner. Hm. Ja, und vorher war einfach kein Durchkommen. Also das ist, es ging um was oder es geht immer noch um was. Und wenn wir das aber vergessen, worum es eigentlich geht, dann wird das irgendwann wahrscheinlich sich wieder aufheben, weil wir vergessen haben, dass wir kämpfen immer noch. Hm. Weil diese Realität ist ja nicht tatsächlich umgesetzt. Wir sind ein Stück weiter, es gab einen kleinen Hopser, einen kleinen Sprung, aber wir müssen verdammt nochmal aufpassen, oder sagen wir mal, vielleicht muss man immer weiter kämpfen und dafür sorgen, dass diese Gerechtigkeit umgesetzt wird. Ja. Das heißt auch gegebenenfalls in einer etwas verflachten, aber sehr, sehr bunten Umgebung, die ja dann sozusagen ja, die andere Seite der Medaille flach ist. Werden? Wir sollten aufpassen, dass es nicht flach wird. Okay. Also das ist mein Ding, weil du merkst ja, ne? Ich will ja immer, ja. Außerdem macht es mehr Spaß. Es macht einfach mehr Spaß, tiefe Löcher zu bohren, weil es ist ja auch eine Herausforderung für dein eigenes Leben. Also ich glaube nicht wirklich oder in unserer Gegenwart an diese bürgerliche Existenz, die in einem Happy, Happy Land, sagt die Tofoka, existieren kann. Mhm. Im Grunde sind wir wirklich eine Weltgesellschaft. Also wir haben große Aufgaben vor uns. Wir müssen als Weltgesellschaft funktionieren und wir brauchen eine Weltökonomie. Wir alle leben von Sklavenarbeit. Mhm. Also wir haben überhaupt gar keinen Grund, uns zurückzulehnen, zu sagen, ist ja alles happy. Mhm. Im Gegenteil, es ist die nächste und die nächste Generation, die diese dicken Bretter bohren müssen und es schaffen müssen, also Armut zu verhindern. Ne? Also habe gerade wieder gehört, jetzt in Corona-Zeiten in Amerika, es hungern die Menschen, also Familien, die früher schon knapp waren, da hungern jetzt die Kinder und die Menschen und bei uns ja auch. Also das darf einfach nicht existieren oder wollen wir nicht, dass das existiert. Was auch wiederum viel mit Rassismus zu tun hat, an der Stelle verknüpft es sich wieder. Das hat jetzt gar nicht, sondern tatsächlich mit der sozialen Stellung. Ich meine, also die Menschen, die von Hartz IV leben. Mhm. Ja? Hm. Also ich hatte mal, ne, in 90er Jahren war ja noch so, dass man noch Arbeitslosengeld gekriegt hat und dann gab es die ABM-Maßnahmen. Dann hatte ich eine ABM-Maßnahme geleitet. Und das waren, die Menschen haben unglaublich gelitten unter dieser Arbeitslosigkeit. Also die macht nämlich krank, ja, sozusagen gesellschaftlich aussortiert zu sein, nicht teilnehmen zu können. Und die noch am engagiertesten waren, die sind fischen gegangen. Mhm. Da musst du morgens aufstehen, hast eine Struktur und so weiter. Mhm. Ja? Also was tun wir denn mit Menschen? Also eine Gesellschaft, in der es keine Werksarbeit mehr gibt. Da müssen andere Formen von Arbeit geschaffen werden. Also du siehst, ich bin aber keine Politikerin geworden, zum Glück. Danke, Mama. Keine Parteipolitikerin. Sie hat mich gewarnt davor, zu Recht. Aber ich denke, es gibt sehr, sehr viele Aufgaben, ich verstehe, deine Frage ist total wichtig, ja. Also ich habe gedacht, als Beyoncé da dieses Riesenfeminist hinter sich hatte, ich dachte, das gibt's doch nicht. Was ist jetzt passiert? Was ist passiert? Und sie ist ja wirklich feministisch, aber mit diesen hohen hackigen Stühlen und mit dieser Doppelmessage. Und ja, aber wenn wir die Ziele nicht aus dem Blick fallen oder unsere Ziele schärfen, was, ne? Und gut, ich kann nicht die ganze Welt auf einmal retten. Auch das ist wichtig zu sehen. Ich kann mich ja auf eine Sache erstmal konzentrieren, ohne die anderen Sachen zu vergessen, ja, aus dem Blick zu verlieren. Aber wir stecken trotzdem knietief thematisch im Kapitalismus. Tarek, mich interessiert, weil du sagst, irgendwie der Ausgangspunkt ist erstmal eine dezidiert linke Position, die natürlich ganz grundlegend mit einer Systemfrage verbunden ist. Und das ist eine, die Kapitalismus in Blick nimmt und die Frage von, ja, auch das Soziale und das Thema Arbeit irgendwie sehr stark an Fragen von Macht und Machtverteilung knüpft. So. Wie empfindest du das? Hast du da auch so, ja, ich finde das, ich bewundere gerade deinen Gleichmut sozusagen. Sollen sie halt da rumvereinnahmen, wie kümmern uns um anderes? So. Nee, es ist im Gegenteil. Ich denke, man muss sich klar machen, das ist jetzt kein Monolith, dieser Kapitalismus oder dieses System. Ne? Wir haben sozusagen mit transnationalen Organisationen zu tun. Aber
schauen wir sie uns mal an. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand hinten drin sitzt und irgendwo noch schraubt. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist es erstmal ein Mechanismus. Und auf den kann ich schon Einfluss nehmen. Mhm. Ne? Also sozusagen die Errungenschaften der Feminismus und der Schwulenkampf haben ja dazu geführt, dass jetzt diese Vereinnahmung stattfindet. Ja? Also es wird sozusagen das, was an gesellschaftlichen Prozessen gelaufen ist, wird vereinnahmt. Aber jetzt ist die Frage, dranbleiben. Ja, genau. Und sozusagen schärfen und weiter in die richtige Richtung bewegen. Die Gesetze, dass die sich verändern. Ja, und auch, dass die Menschen sich dessen vielleicht ein bisschen bewusst sind. Es ist jetzt nicht hier heile Welt. Mhm. Ja, also ich glaube, was passiert ist, Mitte der 90er, als die unsere Frauenbewegung endete, so jetzt mal als Bewegung, als bisschen monolithische Bewegung, ist, dass dass es einen Kommunikationsabbruch gab. Und für mich sah das so aus, als würde eine ganze Generation von Frauen, also politisch gesehen mehrere Generationen, nämlich fast 20 Jahre, 15 Jahre, wieder ganz von vorne anfangen müssen. Ich meine, die hatten das Glück, ja, habe ich der Kollegin gesagt, dass sie uns jetzt noch treffen können, dass wir noch nicht weg waren. Mhm. Ne? Als wir gesucht haben, waren die alle, hatten wir nur noch ganz, ganz wenige Zeitzeuginnen und meistens nur Archive. Mhm. Aber jetzt können wir in den Dialog gehen und einfach herausfinden. Ich meine, ich bin eine Meinung, aber es gibt so viele verschiedene. Und ich bin einfach total gespannt jetzt, weil ich mit vielen jungen Leuten, also ne, diese Interviews führe, mit verschiedenen Altersgruppen, einfach. Ich weiß sonst auch wenig, ne, was sozusagen die Knackpunkte oder was beschäftigt die Jetzigen, außer was ich natürlich im Fernsehen sehe. Aber der Dialog ist einfach noch viel interessanter. Ja. Dann wollen wir doch zuhören. Ich will vielleicht an was anknüpfen, was Katharina vor ein paar Minuten gesagt hat, was ich für einen sehr plastischen, aber elementaren Bestandteil dieser Dynamik halte. Nämlich, du hast beschrieben, dass du, als du dein Coming-out hattest, im Prinzip riskiert hast oder sich da auch was bewahrheitet hat, was eben eine Klassenkomponente hat, nämlich, dass du aus sozialen Sicherungssystemen rausgefallen bist. Und es ist so, dass Homo- und Transfeindlichkeit, dass die unterschiedlichen Formen von Queerfeindlichkeit, dass Rassismus eben eine bestimmte Funktion einfach in einem kapitalistischen System hat, nämlich die Menschen in ihren sozialen Positionen zu halten. Das sind Kontrollmechanismen, deswegen gibt es das, deswegen funktioniert es so, wie es funktioniert. Oder deswegen wird es weiterhin reproduziert. Und diese Errungenschaften, die wir haben, das Wort Vereinnahmung ist gefallen, die sind natürlich Errungenschaften, die sich an Menschen in einer ganz bestimmten Klassenposition richten. Allen anderen kommen die überhaupt nicht zugute. Also die Ehe für alle, die mag für viele Leute ein Dazugewinn sein, aber sie ist eben nur für die Leute ein Dazugewinn, die mindestens in einer Mittelklasse sind, mindestens in einer Position hinsichtlich ihres Migrationserbes, in der das nicht ihnen noch zusätzlich Problematiken beschert, also nicht mehr irgendwie in Länder einreisen zu können, in die sie aber einreisen müssen oder so. Das ist definiert einfach eine Klassenposition. Wenn ich am oberen Ende der Kette bin, wenn ich Teil der Kapitalfraktion bin, dann erlebe ich wahrscheinlich wenig Rassismus und Homophobie und Transfeindlichkeit. Der funktioniert auch, überall, aber, leider. Also der Rassismus, ja, selber, ne? Sicher, bestimmt, aber nicht in der gleichen Form, nicht vergleichbar mit der Position, in der ich bin, wenn ich am unteren Ende der Nahrungskette bin. In dem Moment greifen diese Mechanismen einfach um ein Vielfaches stärker und sorgen einfach dafür, dass dieses Akkumulationssystem auch weiter funktionieren kann. Wenn ich Angst habe vor dem Verlust meines sozialen Sicherungssystems, weil es keinen Sozialstaat gibt, der mich auffängt, und ich aber weiß, wenn ich mich als Lesbe oute, dann falle ich da raus, dann mache ich das nicht, ne? Die Familie mich dann verstößt oder so. Bei Rassismus funktioniert es natürlich anders, aber auch da würde ich sagen, eine Beyoncé erlebt Rassismus, aber Beyoncé erlebt nicht den Rassismus, den Menschen erleben, die auf der Straße leben. So. Und das ist, glaube ich, der Clou. Und da müssen wir, glaube ich, ran. Und insofern
würde ich erstens sagen, ist Intersektionalität nicht zu entknüpfen von einer Klassenanalyse und zweitens, dass wir versuchen müssen, in den Fokus zu stellen, dass das Errungenschaften sind, die deshalb vereinnahmt werden konnten, weil sie von Anfang an darauf ausgelegt waren, in diesen bürgerlichen Regeln zu funktionieren. Ne? Also das ist nicht schlecht für sich, das verbessert real die Lebensverhältnisse von Menschen. Mhm. Das will ich gar nicht kleinreden, aber es richtet sich eben an eine bestimmte Gruppe. Und wir müssen spätestens jetzt eigentlich schon von Anfang an die in den Blick nehmen, die da eben nicht von gemeint sind. Und das sind Stricherjungs, die oft geflüchtet sind. Das sind Frauen of Color auf der Straße, das sind die vielen, vielen. Es gibt unterschiedliche Statistiken, vor allen Dingen aus den USA, aber auch für den europäischen Raum, die darstellen, dass die Quote der Menschen auf der Straße, die auf der Straße leben müssen und queer sind, sehr, sehr hoch ist. Also ich glaube, 40% der Menschen auf der Straße sind queer und das steht in keinem Verhältnis zu den Zahlen in der Allgemeinbevölkerung, mhm. die wir hochrechnen können oder so. Ne? Insofern, das sind Klassenpositionen und da müssen wir ran, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe, aber vielleicht kannst du da nochmal dran anknüpfen. Dann. Also ich würde sozusagen jetzt nur nochmal zuspitzen und das wieder in queere Räume zurückbringen, auch mit so einem halben Blick auf die Zeit. Also, und das ist auch der Moment, wo ich sozusagen eine Position oder meine Position nochmal klar wird. Ich kann als queere Frau das total ätzend finden, wenn, also ich reagiere da emotional sehr stark auf irgendwie so Kurzzeit, so Halbtags-Solidaritätsmomente, die sich am Ende in konkrete Euros umlegen lassen. Ich habe da sehr unschöne Gefühle, das muss ich einfach so sagen und bin auch manchmal ein bisschen ungnädig. Daran habe ich zu arbeiten. Spätestens, wenn es aber darum geht, dass in der Komplexität, wie du es gerade beschrieben hast, sich eine queere Position als dominante Position zeigt, wenn sie dann weiß ist und eine queere Community in Deutschland ist, größtenteils weiß, haben wir sozusagen genau das, was du gerade beschreibst, an welcher gesellschaftlichen Position befinde ich mich, wer wirkt da auf wen ein, was sind die Normen, an die wir uns sozusagen angleichen, ja, oder die, an die sich marginalisierte Identitäten angleichen müssen, um halt eben nicht sich Sorgen machen zu müssen über den nächsten Tag, den nächsten Monat und so weiter. Und auch die Frage, wie weit kann ich mir eine Sichtbarkeit erlauben, wo ist auch vielleicht eine, ja, sind die Erfahrungen von Verunsichtbarung auch etwas, was strategisch ja nicht aufzufallen gut ist, aber eigentlich ist es ungerecht und es ist falsch und es geht eben, da sind wir auch gestartet, um Sichtbarkeit. Ich will gerne mal einen Sprung machen zu einem Artikel von Mohamed Amjahidi, der im Tagesspiegel veröffentlicht hat im Sommer 2020, letzten Sommer. Und der adressiert eben das Thema Rassismus in der queer Community. Ich finde, da habe mir ein Zitat rausgesucht, was ich gerne vorlesen würde und von da aus nochmal in den letzten Themenstrang eintauchen würde, mit all dem im Hinterkopf, was wir bisher schon hier gemeinsam erörtert haben. Er schreibt also, viele Queers denken, dass sie selbst nicht, und er meint weiße Queers, dass sie selbst nicht diskriminierend reden oder agieren können, weil sie selbst diskriminiert werden. Dies fällt auf mehrfach diskriminiert in der Community zurück. Die Körper von Queers of Color werden fetischisiert, also eben auch verkaufbar gemacht dann an der Stelle, ganz klar, als ja, in der Vereinnahmung. Muslimische LGBTIQ schief angeguckt, nicht weiße Menschen als Außenstehende markiert, die lediglich die Früchte des weißqueeren Aktivismus genießen würden. Schwarze und People of Color werden in der Community häufig genug paternalisiert. Doch wenn man mit einigen weißen LGBTIQs über das Thema Rassismus reden möchte, schalten sie von defensiv in den Angriffsmodus. Das ist wahrlich keine Einzelmeinung. Ich glaube, dass auch viele weiße Queers, die damit ein Problem haben und die selber an ihrer eigenen antirassistischen Glaubwürdigkeit arbeiten, spätestens irgendwie jetzt auch einen Arschruch kriegen müssen, um sich zu positionieren. Ich habe es letzten Sommer sehr drastisch erleben müssen, als beim Berliner CSD, der online stattgefunden hat, natürlich im Corona-Kontext. Es gab rassistische Vorfälle, die auch irgendwie auch
ein Punkt in einer Kontinuität waren. Der Vorstand des CSD-Vereins hat es leider nicht geschafft, sich irgendwie klar zu positionieren, hat da irgendwie mit sehr viel Ambivalenz um sich geworfen. Und mir geht es gar nicht darum, einzelne Personen irgendwie in Fokus zu nehmen, sondern festzustellen, aha, das ist irgendwie ein grundlegendes Problem. Und darum muss ich gekümmert werden. Ich erwarte überhaupt nicht von euch, dass ihr mir jetzt hier netterweise zum Mitschreiben diktiert, wie ich es sozusagen mit meinen mitweißen Menschen irgendwie auf die Reihe kriegen kann, dass Queers of Color sich endlich wohlfühlen in der queeren Community, in der Mehrheits- oder einer übergeordneten queeren Community oder einer Mainstream-LGBTIQ-Community. Aber ich will trotzdem natürlich darüber mit euch sprechen. In welchen Kontexten fühlst du dich wohl als Lesbe explizit? Wie sind deine Räume? Wo zeichnen die sich aus? Wie reflektieren die sich? Wie kommen die voran? Räume? Oder welche? Wie geht deine Umgebung? Moment, Räume. Jetzt bin ich gerade von meinen Gedanken abgekommen. Nimm ansonsten den. Also was mich interessiert ist, ich gehe nicht davon aus, dass du in lesbischen Zusammenhängen dir Dinge noch heute anhören wirst, mit denen du vor 40 Jahren schon diskutiert hast. So. Wo bist du? Wo welche Form von Reflexion kannst du anerkennen und ernst nehmen in Bezug auf das Thema? Also was jetzt die Räume angeht, dann habe ich meine privaten Räume sozusagen. Mhm. Also sozusagen meine Frauenbewegung findet eigentlich in Freundinnenkreisen statt. Mhm. Ja, also und die sind zum Glück auch, weil wir in Kanada eben auch zu Hause sind, meine Partnerin ist Kanadierin, auch in Kanada und hier. Und das ist meistens weiß, ja. Also ich fand das total spannend. Ach, kleine Anekdote. Die ersten Jahre, wir fahren da jetzt seit 15 Jahren immerhin jeden Sommer und leider jetzt die letzten 2 Jahre nicht möglich gewesen, also letztes Jahr. Und die ersten 5, 6 Jahre, also es gibt sozusagen einmal den kulturellen Unterschied, dass man die Sprache, obwohl ich Englisch spreche, die mich nicht verstanden haben. Also dieser Duktus der Sprache, der Kultur war nicht nachvollziehbar. Also ich habe einen Satz gesagt, keiner hat mir geantwortet. War schon kurzes Schweigen, dann haben sie weitergeredet. Ja, anyway, das war so der kulturelle Erfahrung. Aber dann habe ich mich nach 1 Jahr, 2 Jahren habe ich mich dran gewöhnt und gesagt, wow, ist so toll. Keiner will was von mir, es ist richtig Urlaub. Mhm. Ja? Ich muss mit niemandem reden. Die haben mich also voll nicht wahrgenommen, nicht ignoriert, also ne, weil sie waren ja alle weiß, hat keine Anknüpfungspunkte. Und dann plötzlich fingen sie an, mich kennenlernen zu wollen. Und das war ich ein bisschen ungehalten. Jetzt muss ich mich einbringen, jetzt muss ich da sein. Also ich will nur sagen, also was mir daran deutlich geworden ist, ist diese Zeit, die es gebraucht hatte, ja. Also sozusagen überhaupt da sozusagen in Bezug gesetzt werden, ernst genommen zu werden und so weiter. Also auch in diesen privaten Räumen passiert das natürlich. Für die Queer-Movement kann ich das überhaupt nicht sagen, weil das ist eine Movement, an der ich nicht beteiligt war die letzten 20 Jahre. Ich weiß nicht, wie es da funktioniert. Und da gibt es ja auch ganz viele verschiedene kulturelle Zusammenhänge, die ich nicht so ganz verstehe. Was ich berichten kann, ist auf jeden Fall, dass es in der lesbischen Community, in der Frauenbewegung, in der Frauencommunity eine Form gab und in der schwulen Community, soweit ich das nachvollziehen kann, durch Freunde, durch Kontakte und so weiter, eine andere kulturelle Form gab, mit Rassismus umzugehen. Mhm. Also wenn in der Frauenbewegung sozusagen dieses aneinander sich abarbeiten und kämpfen, also ganz essentiell war und ich ja auch ein Teil davon war und das war auch sehr interessant und fruchtbar, hat aber auch zum Teil dazu geführt zu Spaltungen in der Frauenhausbewegung oder so, dass dann einfach ganz viele Teams nur noch Migrantinnen angestellt wurden und das waren alles nicht schwarze Migrantinnen, ja, also nicht black. Und in der schwulen Community war es eben mehr, dass es ausagiert wurde. Also Rassismus wird eigentlich nachgespielt, aber nicht reflektiert. Also sagen wir, Moment, ich rede jetzt von vor 20 Jahren, mein Einblick, was ich jetzt neu gesehen habe, ist natürlich, dass jetzt auch sozusagen die Diskussion anfängt, das Reflektieren anfängt. Also die sozusagen einige schwule Aktivisten dann sagen, ich kriege die nicht dazu, dass sie es wahrnehmen können und dass sie diesen Blick schärfen. Aber es gibt jetzt den Kampf darum, sich um diese Sichtbarkeit von Rassismus
und das Reflektieren darüber. Aber ich wollte nur nochmal, daran siehst du auch, dass sozusagen du nicht einfach, also ich vielleicht, also auf jeden Fall müsstet ihr das nochmal, oder müssten andere aus der Queer, müssten das für sich analysieren. Ich kann das nur aus diesen Bewegungen, wie ich sie damals erlebt habe, sagen, dass es verschiedene Auseinandersetzungsformen gab. Und das größte Ergebnis unserer Diskussion in der Frauenbewegung war eigentlich, dass nur Koalitionsbildung dich auf Koalition vorbereitet. Ja, also du musst es ausprobieren. Ne? Also zum Beispiel im Jolly Bar e.V. war genau das unser Thema, dass wir sozusagen diese Situation haben, hier dürfen alle sein, um, also egal welcher kulturelle Ursprung, egal ob du jetzt Feministin bist oder bei der CDU oder was auch immer, ja, war jetzt nicht der Fall. Gegenüberstellung. Aber dass das nicht im Zentrum steht, sondern im Zentrum steht, wir wollen interkulturelle Projekte umsetzen. Mhm. Und die Leute kommen zusammen, die etwas tun wollen zusammen. Und das hat uns dazu gebracht, dass wir eine Erfahrung machen konnten, nämlich das braucht auch Zeit. Also diesen Zeitaspekt würde ich gerne noch einbringen, zu lernen, wie tickt denn das Gegenüber, ja. Und zum Beispiel habe ich gegründet mit einem Afro-Brasilianer und der fängt immer an, wurde mir letztens nochmal bestätigt, war keine falsche Wahrnehmung, das ist eine brasilianische Kultureigenschaft, dass man erstmal mit einem großen Tohuwabohu anfängt. Der kam immer rein und sagt, wir müssen das. Und ich sage, Ari, ich kriege einen Herzinfarkt, bitte. nicht immer so, ne? Aber er kann das natürlich nicht abstellen, weil das ist ja auch seine kulturelle Eigenschaft. Und das heißt einfach nur, das ist mir wichtig, lass uns darüber reden. Also ich musste mir das dann irgendwie übersetzen. Und das ist Ausverhandeln von, oder zum Beispiel, wir waren in einem türkischen Kindergarten mit vielen türkischen Erzieherinnen und vielen türkischen Kindern. Und es hat mich die 3 Jahre in dem Kindergarten gebraucht, bis ich kapiert habe, dass Männer eben keinen Frauen nicht die Hand geben. Und dass das nicht böse gemeint ist, sondern dass das eine kulturelle Bedeutung hat und so weiter und eine Geschichte. Und dass, wenn man sich auf der Straße begegnet, als Deutsche würden wir schon bei 10 Metern, ne, mal Augenkontakt zeigen, ich habe dich gesehen. Und im Türkischen war das so, dass du musst mindestens auf 3 Meter sein, aber da gucken die dich schon gar nicht mehr an. Also egal, auf jeden Fall, diese Dinge muss man lernen, diese Unterschiede, und die lernst du nur, die kannst du nicht in einem Buch lernen oder die kannst du nicht in einem Seminar, jetzt machen wir mal die kulturellen Unterschiede, gibt es ja für Manager, ne? Wie kulturelle Sensibilität, nee, das lernst du, indem du wirklich diese Gemeinsamkeit hast. Und zum Beispiel Carolyn, meine Freundin, die hat in Kanada Lesben Studies mitgegründet, und die haben dann zum Beispiel, um diesen Strich zu machen, ne, wie fühlen sich denn jetzt mal People of Color wohl in unserem Caucus, haben die einen Coming-out-Tag gemacht, wo jeder erzählt hat mit seiner kulturellen Hintergrund, wie das Coming-out war als vietnamesische Lesbe oder als Latina und so weiter, ne? Oder als jüdische Lesbe. Und so hast du einen Raum, in dem der andere sich willkommen fühlt, seine Erfahrung auch zu berichten. Das heißt also, ne, wenn ich jetzt mir bewusst bin, ich möchte eigentlich mehr Diversität haben, dann muss ich einen Raum schaffen, in dem man sich wohlfühlt. Zum Beispiel im Jolly Bar haben wir gesagt, jeder respektiert jeden. Und dafür habe ich erstmal gesorgt, also indem ich dann halt mit den Leuten gesprochen habe oder gesagt habe, nee, also solche Witze kommen nicht vor, und dann kann man 2 oder 3 Mal ins Fettnäpfchen treten, bevor man da vielleicht besser doch einen anderen Ort sich sucht. Und die haben das eben gemacht, indem sie einen Kulturzusammenhang geschaffen haben, einen Event-Zusammenhang, der für alle willkommen, interessant und einbeziehend ist. Ja, das sind die 2 Strategien, die wir aus dieser Zeit der Diskussion, die ich da weiter vermitteln kann. Aber das setzt natürlich voraus, dass es wirklich eine aufrichtige Bereitschaft gibt, tatsächlich eigene Privilegien oder eigene Standards oder eigene Normen irgendwie auch beiseite zu tun oder einfach gänzlich abzubauen nach und nach. Gegenwärtig ist es ja schon eher so ein bisschen so ein, aber ich bin noch tolerant Ding, ja, das glaube ich, wo sich viele Leute auch die Zähne dran ausbeißen, und es wäre wünschenswert sozusagen, wenn diese sehr menschlichen Strategien tatsächlich greifen. Du hast vollkommen recht, das geht nur, wenn ich es innerlich diesen Prozess, bis in einem Prozess dahin gekommen bin, dass ich das will und dass ich
was dafür tun muss. Mhm. Und ich mache ja auch Rassismus, habe ja 15 Jahre lang Rassismus-Bewusstmachungsworkshops gemacht. Und am Schluss dachte ich, Mensch, die können das alle schon, die kennen die ganze Theorie und so. Und dann haben wir das, und dann habe ich gemerkt, und dann flog mir das ganze Ding die letzten 2 Stunden um die Ohren. Oh. Ja? Mhm. Nein, das stimmt ja gar nicht und die Worte sind gar nicht negativ, wenn du schwarz malen und so sagst. Mhm. Und so weiter. Ja, und das liegt daran, dass du das theoretisch nicht vollziehen kannst. Du musst diesen emotionalen, es ist wie Wachstum, es ist ein Prozess. Mhm. Und da brauchst du eigentlich, also in einem Workshop, wenn die Leute sagen, ich will mal einen halben Tag so einen Workshop machen, ja, da sage ich, eigentlich brauchen wir 2,5 Tage, ja? Oder 2,5 Jahre, das sind dann die Laborbedingungen. Weißt du, aber was bei den 2,5 Tagen entscheidend ist, nicht die Zeit, sondern die 2 Nächte. Mhm. Ja, dass da Zeit ist, das sacken zu lassen, dass ich da meine eigenen Gedanken fassen kann, dass ich wieder neu ansetzen kann. Das ist wichtig, ja. Mhm. Oder das ein ganz tolles Tool, was wir da in dieser Zeit da war, ist auch dieses Prozesstagebuch, dass ich einfach mal mir ein paar Blätter nehme und schreibe meine eigenen Gedanken, meine eigenen Ideen dazu auf oder Gefühle, mal das meinetwegen auch. Das ist wichtig, weil ich kann das nicht immer alles gleich sofort mit der Gruppe teilen. Mhm. Oder ich finde vielleicht gar nicht andere Menschen, mit denen ich darüber sprechen kann. Deswegen, dieser Prozess ist unumgänglich. Den kann ich auch niemandem ersparen. Mhm. Es tut weh, ja, sozusagen. Es ist wie ein Coming Out. Stell dir es einfach vor, mein Coming Out in dieser Welt, ja, mit den Realitäten klarzukommen. Also die Topoka, die kann man ja auch in den Medien sehr gut, also die hat, glaube ich, einen Blog und so, eine Webseite und Topoka Odette. Da kann man, sie nennt das Happy Land, ja, sozusagen in diesem Land, wo ich da denke, ich mich betrifft das alles nicht, es geht alles nur andere. Ich bin auf der richtigen Seite. Genau, und weil die Analyse ist da und die meisten Leute wissen auch mittlerweile, wie Unterdrückungsstrukturen funktionieren, ja. Aber also, sie halten sich selbst für außen vor und genau, nicht daran beteiligt. Genau, außen vor, dass, da musst du gucken, wie du da rumkommst. Mhm. Also, ja. Ja, genau. Aber jedenfalls kannst du nicht warten, dass du, dass das jemand an der Hand nimmt, ja, und dir dann einen leichten Weg macht oder so. Damals habe ich immer gesagt, ja, guck mal hier, das sind dieselben 13 Sachen, die mir schon der andere gesagt hat. Das ist nicht dein originaler Gedanke. Du bist selber, ne, du musst merken, ne, wo kommst du her, warum sprichst du so gut Deutsch, wann gehst du wieder und so weiter. Ich meine, das ist jeder... Es ist kein originaler Gedanke. Was passiert hier? Warum bete ich Zeug vor mich her, was gar nicht aus meinem eigenen Kopf kommt, sondern wer hat das da reingetan? Wie kommt das dahin? Wie geht die Sozialisation? Und wie kriege ich das wieder los? Mhm. Genau, das ist der Punkt. Ja, ja genau. Wie kriegen wir das wieder weg? Ja, und dann, was du gesagt hast, dass man denkt, man verliert was, man gibt Privilegien auf. Tja. Kannst du auf deinen Privilegien alt werden oder du kannst dein Leben leben, wie du willst. Auch das ist ja eventuell eine Form von Emanzipation, wenn man Emanzipation als Befreiung versteht, also zu sagen, sich auch aus rassistischer Sozialisierung herauszuwühlen. Ich bin mir sicher, du hast jetzt mindestens 2 Dutzend Reaktionsstarts auf das, was Katharina gerade mit uns geteilt hat. Die Frage steht im Raum, was braucht's? Ich will mit einer kleinen Anekdote anfangen. Vor ein paar Jahren gab es die Anfänge einer Debatte darum, ob die Regenbogenfahne ein ausreichendes Symbol ist für LGBTQ-Bewegungen. Das hat angefangen in Philadelphia. Da kamen 2 Streifen dazu. Und dann hat es so unterschiedliche Weiterentwicklungen gegeben. Und ich selber, vielleicht um das auch einzuordnen, bin jetzt nicht unbedingt ein Freund von irgendwie so Volksfestatmosphären, die durch so lauter Flaggen erzeugt werden oder so, aber zumindest würde ich sagen, ist der Versuch dieser Regenbogenflagge irgendwie sowas wie ein Symbol zu schaffen und Bewegungen brauchen Symbole. Und in der Debatte ging es darum, dass schwarze Menschen und People of Color gesagt haben, ey, voll gut,
sehen wir auch so. Wir wollen da aber auch drin sein. Wir wollen nicht, davon extern irgendein eigenes Symbol. Wir wollen als queere Menschen in dieser Community sichtbar werden. Und wir sind es noch nicht. Und darauf gab es eine sehr heftige Debatte. Und zwar eine, die in die Richtung ging, zu versuchen, aus einer weißen Position heraus zu behaupten, dass die Fahne an sich schon inklusiv sei. Dieses Symbol an sich schon inklusiv sei, obwohl dass die Reaktion darauf ist, dass Leute sagen, die ist es nicht. Und das ist doch paradox. So, ich habe mir so eine Fahne angeschafft, bin damit über CSDs gelaufen. Eine mit 8 Farben. Mit schwarz und braunem Streifen obendrauf, genau. Und habe dann unterschiedliche Reaktionen eingefangen. Zum einen ist man als Person of Color bei so einer Veranstaltung ja sowieso immer irgendwie so ein exotisches Fetischobjekt, das dann sozusagen auch auf seine eigene Art zelebriert wird, okay, geschenkt. Die anderen Reaktionen, die ich erlebt habe, ist, das ist wie eine Art Lackmustest, ne? Also einerseits möchte man als Community total ja, inklusiv sein, im liberalsten, aber auch im emanzipatorischsten Sinne, den man sich da so denken kann. Aber gleichzeitig hat es ganz viele Leute total getriggert, dass da ein schwarzer und ein brauner Streifen war. Und das ist doch wirklich einfach... Erstaunlich. Das ist doch erstaunlich. Warum triggert das Leute? Warum erschüttert es ihr Selbstbild, dass ihr Symbol nicht so inklusiv ist, wie sie es gerne hätten? Mhm. Und warum ist es so schwierig, darauf aufzubauen und darum zu kämpfen, was zu schaffen, was anders funktioniert, was vielleicht mehr Leute mitnimmt, mehr Leute abholt, eine andere Sichtbarkeit schafft. So. Das finde ich, ist einfach ein interessantes Bild, das, glaube ich, symptomatisch ist für diese Debatten und für diese Debattenkultur und für diese Verhältnisse. Ich habe es vor einer Zeit gesagt, CSDs sind tolle Räume, aber es sind auch sehr gewaltvolle Räume. Nicht nur für People of Color, aber eben auch. Aber auch für Menschen, die mit Behinderungen leben. Menschen, die nicht den ökonomischen Status haben, sich all diese tollen Heilsversprechen zu kaufen, die der CSD da anbietet. All die Menschen, die überhaupt nicht in der Lage sind, sich dahin zu bewegen. Für die ist das alles irgendwie so ein Alien. Also, und das ist ein Problem insofern, als dass das ja also symptomatisch dafür steht, dass diese Bewegung irgendwo angekommen ist, wo sie nicht mehr weitermacht. Nämlich irgendwie in so einer gesettelten, arrivierten, bürgerlichen Realität und so selbstreproduktiv ist, nämlich im wahrsten Sinne des Wortes identitätspolitisch und nicht mehr transgressiv, nicht mehr irgendwie aus sich heraus, über sich hinaus, sondern nur noch irgendwie in der eigenen Suppe kocht. Und nichts gegen das eigene mauschelige Zuhause ist wichtig, aber wenn das Zuhause ein gewaltvoller Ort ist, dann muss ich darum kämpfen, dass das nicht mehr ist. Einfach auch aus einem Eigeninteresse heraus, weil wir ja trotzdem alle zusammen von diesen Verhältnissen betroffen sind. Das sind ja trotzdem auch Leute, die auch von Homophobie betroffen sind und von Transfeindlichkeit. Ne? Das sind ja auch Menschen, für die das der Raum ist. Also ne, ich meine das jetzt nicht personalisiert, sondern strukturell Menschen, an die sich CSDs in Deutschland richten. Das sind ja durchaus Menschen, die auch Diskriminierungserfahrungen machen. Ne? Mehr oder weniger, aber auch. Und die leiden genauso in einer vielleicht anderen Intensität oder in anderen Formen unter diesem Ausbeutungsmechanismus, unter diesem Strukturmechanismus, den ich versucht habe zu skizzieren. Und deswegen ist das, Katharina hat es über dieses Gespräch immer wieder gesagt, Solidarität ist da eigentlich der Schlüssel. Ne? Also wir müssen verstehen, dass Solidarität erstens eine Frage von Eigeninteresse ist. Also wir leben alle in dieser Gesellschaft. Und wir werden alle ausgebeutet in dieser Gesellschaft. Und Diskriminierung ist eben ein Strukturmechanismus davon. Aber darüber hinaus auch Solidarität nicht nur als
etwas zu begreifen, was ich tue, um meine eigene Position zu verbessern, sondern auch in dem Verständnis heraus, dass aus meinem Wissen, aus meiner Position heraus, was erwächst, was sich politisieren muss und was sich verbinden muss, um überhaupt eine Gegenmacht produzieren zu können. Also wir können ja nicht Bewegung werden, wenn wir einmal im Jahr nur ein CSD organisieren, sondern wir werden ja erst Bewegung, wenn wir versuchen, eine Massenbasis zu organisieren. Und das werden die 3-10% jedes Jahr sind die Zahlen anders, queerer Menschen auf dieser Welt nicht hinkriegen alleine, sondern das braucht irgendwie eine breite Basis, das braucht feministische Kräfte, die nicht queer sind, das braucht antirassistische Kämpfe, das braucht all diese Kämpfe, weil die zusammengehören, nicht nur in der Lebensrealität einzelner Menschen, wo das einfach sich überlappt, überschneidet und gleichzeitig passiert und eigene Formen produziert, Intersektionalität, sondern ganz praktisch in den gesellschaftlichen Verhältnissen. So. Das war jetzt vielleicht ein bisschen zu statementhaft. Nee, nee. Super. Ich kann das mal beiseite legen. Ich muss kurz aus technischen Gründen und aus zeitlichen Gründen auf dieses Gerät hier gucken und rausfinden, wie diese Fragen gerankt wurden. Aber da steht nur was darüber, dass der Stream zwischenzeitlich weg war und wieder da ist, aber dass das die Aufzeichnung steht und später hochgeladen wird und die Menschen freuen sich, aber stellen keine eigenen Fragen. Das ist auch nee, tatsächlich gerade nicht, wenn meine App mich nicht hinters Licht führt an der Stelle. Ich möchte vielleicht noch was ergänzen. Ja. Es ist so, dass diese also diese liberalen Identitätsangebote, die wir haben, die irgendwie arriviert sind, also lesbisch sein, schwul sein, auch migrantisch sein zu einem gewissen Grad, dass die exklusiv und ausschließend gemeint sind. Also du bist halt entweder lesbisch oder du bist migrantisch in dieser Gesellschaft. Aber das entspricht ja nicht der Realität, sondern das kommt ja oft zusammen oder es gehört zusammen. So. Und es ist einfach ein Problem, über das mehr gesprochen werden muss, dass eben Verhältnisse erst dann contained werden können, erst dann Teil dieses Systems werden können, wenn sie sich abspalten von sozialen Fragen, wenn sie sich abspalten von der Frage, was ist eigentlich mit den ganzen Lesben auf denen ich gerade mein Vermögen aufbaue, was ist eigentlich gerade mit den Menschen, die irgendwie in Moria sterben, so, ne? Die sind auch queer, die sind auch als Frauen negativ in dieser Gesellschaft positioniert. Das ist einfach eine Klassenfrage, so. Danke. Danke dir, Tarek. Danke dir, Katharina. Wenn du mich deine Worte am Schluss nochmal erklingen lässt, sei denn, du willst selber noch... Nein. Danke. Nein. Ja, war sehr spannend. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach, wie es immer ist, wenn es so schön ist, soll es nicht aufhören, aber ich glaube, wir haben gerade eine schöne Perspektive in die Einrichtung bekommen und die schließt sehr stark an das an, was ich rausgesucht habe aus von der wieder herausgegeben im Orlando Verlag, liebe Leute. was ich hier drin nochmal gefunden habe, ist die Kontinuität ist da. Zwischenzeitlich muss ich mich natürlich von euch verabschieden und mich vorher bedanken bei der Urania und bei der Landeszentrale für politische Bildung Berlin, bei Tarek Schukralla, bei Katharina Oguntoye, bei den Leuten, die die Technik machen. Vielen Dank. Shoutout an Ulrich Weigand, der heute nicht da ist, aber es bestimmt noch geguckt hat. Und vielen, vielen Dank an alle, die ihr jetzt gerade zugeschaut habt. Vielen Dank an dich auch. Ich lese es. Katharina, du hast geschrieben, 1984 hast du geschrieben. Damit will ich mich jetzt dann verabschieden. Manchmal bin ich müde, dann denke ich, der Kampf ist zu schwer und die Schmerzen sind zu viele. Aber noch während ich das denke, weiß ich, dass sich die Anstrengung lohnt. Die Freude, meinem Ziel näher zu kommen, ist so wunderbar. Oft schon bin ich für mein Überleben belohnt worden. Und diese Wärme, die ich dadurch in mir habe, kann mir nicht genommen werden.
Es gibt den Schrecken und die Trauer des Weggehens, aber gerade eben, weil da etwas war, was der Utopie nahe kam. Der Traum von einer gemeinsamen Sprache. Adrian Rich. Vielen Dank. Danke euch. Danke.